Hallo! Wir wollen uns heute mit der Lösung von Sachaufgaben zum Zerfallsgesetz beschäftigen. Du solltest dazu die Grundlagen über die Radioaktivität mitbringen, über Strategien zur Lösung von physikalischen Sachaufgaben Bescheid wissen und über einige mathematische Grundkenntnisse verfügen. Zur Erinnerung, wiederholen wir das Zerfallsgesetz einmal mit der Basis 1/2. Das lautet n von t gleich n0 mal 1/2 hoch t geteilt durch t mit dem Index 1/2. Und mit der Basis en von t gleich 0 mal e hoch minus lambda mal t. Dabei bedeutet, n von t ist die Anzahl der nach Ablauf der Zeit t noch nicht zerfallenen Nuklide. n0 steht für die Anzahl der zu Beginn des Zeitabschnittes t vorhandenen instabilen Nuklide. t1/2 ist die Halbwertszeit des Nuklids und lambda die Zerfallskonstante. Hier sehen wir nochmal eine Zerfallskurve. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com